Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Feed the Beast. Ja, letzte Woche war es sehr katastrophal und ich wurde gerade geschlagen. Ich weiß nicht von was. Aber das Problem ist nicht gelöst. Es hat wirklich mit dem Windows-Update zu tun. Ich habe einen neuen Arbeitsspeicher mir geholt. Ich habe, mein Prozessor wird jetzt verbessert. Da muss ich auch vorproduzieren. Nur das Problem ist, wie gesagt, das Update von Windows. Ich habe irgendwann in einem Forum dann gelesen, dass es dazu kommt, dass wenn das bestimmte Update bei einigen diese Nummer hat, dann heißt ich das mit UBS. Und ich bin einer der Glücklichen, der dieses ja, Ding hat. Und leider... Oh, die ist leer. Die ist fertig. Die ist fertig. Geil. Ist auch rot, ne? Moment, was ist denn alles da drin, was ich brauche? Was ist denn hier alles drin, was ich brauche? Nachterzen. Ey, die ist ja fertig, das ist ja geil. Nee. Und ich bin einer der Glücklichen, wo es eben passiert. Ich habe jetzt gut eine Stunde vorher so ein bisschen rumprobiert und geguckt, ob das passt, weil irgendwie nach einer Zeit klappt es irgendwie. Es sieht auch irgendwie so aus, dass es abends so gegen 21 Uhr auch klappt. Deshalb produziere ich jetzt auch ein bisschen vor, weil ich meinen PC ja... gestern für euch, Montag für mich, in die Werkstatt gebe, damit der Prozessor aufgebessert wird. Klar, der Prozessor hat jetzt nichts mehr so viel damit zu tun, das ist leider eben nicht möglich. Die Schaltplatte hier drinne. Aber wie gesagt, ich benötige trotzdem einen besseren Prozessor, weil. Oh, es wird gleich dunkel. Oh, ich habe meine Rüstung vergessen. Oh, ich bin so. Weil es ja auch in den Livestream immer mal wieder zu Störungen kam. Und. Das möchte ich natürlich verhindern. Der hat ganz schön gute Arbeit geleistet, Curry. Oh, gleich ist dunkel. Ich will alles nur mitnehmen, was ich hier mitnehmen kann. So, das. So, ich habe das Schwert. Ich habe meine Rüstung ja oben gelassen, weil wir sind ja danach nochmal in eine Welt gegangen. Ich darf jetzt auch nicht in eine andere Welt gehen, weil sonst crash ich wieder den Server und dann bin ich komplett aufgeschmissen. Weil wie gesagt, Montag, also für euch gestern, bringe ich meinen PC zurück und dann wird es auch so sein, dass der... vielleicht einen Tag da bleibt. Ich hatte auch leider die Erfahrung gemacht, dass es auch mal eine komplette Woche da ist. Deshalb habe ich ja Angst, dass es wieder passiert und ich dann ein Problem habe. So, ich gehe einmal schlafen. Habe ein bisschen umgeschaut natürlich. So, dann schmeißen wir alles mal rein, was hier geht. Das. Somit sollte das alles rein. Redstone und Lapis kann ich eigentlich jetzt wieder hier reinschmeißen. Ach so, da habe ich die Dinger drin gehabt. So, und dann kommt das alles da rein. Und dann gucken wir nochmal gleich. Was ist das denn? Was kann ich damit machen? Gibt's noch nicht, kann man das irgendwie anzeigen? So, Kohle kann ich auch hier reinschmeißen. Rubin. Die Shards. Die Shards muss ich irgendwie mal... Ich hatte mit Tro einmal gesprochen, also er benötigt sie, ich nicht. Ich wüsste jetzt nicht für was. So, Rüstung anziehen, bevor mich irgendwie noch jemand killt. Aber so, dann tue ich das hier hin. Livestream, ja, ein wichtiges Thema, was leider irgendwie nicht klappen wird. Ich weiß nicht, wann ich das hinkriege, weil, wie gesagt, OBS. Es kann natürlich sein, dass ich auch einen Freitag einen Livestream machen kann, der vielleicht dann eben erst ab 20, 21 Uhr sein wird. Das wird natürlich auch für den einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen zu spät sein. Nur vorher kriege ich das eben nicht hin, weil mir dann eben das System sonst durchknallt. Ich hoffe eben, wie auch gesagt, dass jetzt auch OBS hält. Und
tun wir das alles mal hier rein. Damit er was hat. Ja, Thromcroft. Und tut das dann mal hier rein. Obsidian. Gut. Dann hat der was zu tun. Der hat hier auch was zu tun. Und ich könnte dann auch gleichzeitig die Query auch versetzen und mal neu anstecken. Moment, da brauche ich meine Landmarkers. Wo habe ich die denn? Da sind die drei. Das reicht. Oder will ich das ein bisschen größer machen? Ich glaube, nächstes Mal ein bisschen größer. Ich muss mal gucken, wo meine ganzen... Dann mache ich auch brauche noch ein paar mehr Kisten. 7 Stück. Oh, reichen. So, natürlich eine kann ich wieder zurückgeben, weil ich brauche nur immer doppelt. Wo ist mein Redstone-Signal? Ich brauche ein Redstone-Signal. Redstone-Signal ist hier. So, hier hätte ich auch noch welche gehabt. Und da sind die. Gut, dann gucken wir einmal kurz hin, was wir noch nehmen können. Und ich habe rausgestellt, dieses Ding ist eigentlich nutzlos. Aber es ist nicht ganz so nutzlos, weil es ist schon gut, dass ich das habe. Es ist nämlich für ein Jetpack wichtig. Gut, dann habe ich schon mal was zum Jetpack gemacht. Ansonsten braucht man das Ding eigentlich nicht so. Also was ich haben wollte, war eigentlich eine Cell und kein Frame. Aber gut, habe ich wenigstens schon mal was für mein Jetpack. Das ist auch jetzt relevant. Das will ich auch jetzt hoffentlich in einem der nächsten Let's Plays auch schaffen. Dann sieht ihr es ein bisschen zusammen. Aber ich will jetzt erstmal die Query versenden. Wegschicken. Das kann ich abbauen. Ich kann das alles hier auch abbauen hier. Meine. Ich will sie wieder haben. So, so, so. So, dann versetze ich die erstmal. Oh, ich hätte wahrscheinlich. Ja, okay. Ich habe ja hier. Ich habe hier genug. Nämlich ein paar Rumstoffe. Nimm die mit. Ich weiß gar nicht, wo ich noch hingehen sollte. So, bauen wir es so ab. Und. Wie, du fliegst da rein jetzt. Oh, die geht aber gar nicht so schnell. So, geht zu schnell. Gut. So, die ist da. Schönes Loch hat sie gemacht. Ich würde sagen, bevor ich irgendwie ganz weitergehe. Das Öl, ne? Das ist Öl. Soll ich hier unbedingt das Öl abbauen? Oh, no, oh, oh! Scheiße, ich habe das zu spät gesehen. Oh, Mist. Bau ab, bau ab, bau ab. Ich will da rüber, ich will da rüber, ich will wieder rüber. Nein, schon wieder in dieses Treibsand. Oh, oh, Mist. Das ist schon das. Okay. Das ist schon das zweite Mal. Und ich sehe es noch. Ich sehe es noch und denke so. Okay. Oh, Knochenmehl. So. Dann würde ich sagen, dann baue ich die nächste jetzt gleich hier hin. So, ein bisschen einheitlich. Bin ich auf die gleiche Höhe? Ja, so, das ist die gleiche Höhe. Dann baue ich die einfach jetzt hier hin. Aber die wird ein bisschen größer. Weil die lief jetzt genau. Oh, da bin ich jetzt doch im Öl. Na gut, dann ist sie eben im Öl. Achtung. Nicht, dass ich jetzt da reinfliege. Soll ich die aufs Maximum? Ich glaube, ich mache die jetzt mal auf Maximum, ne? Ich meine, ich bin ja eh öfters offline und... Nein, das war falsch. Das wollte ich doch gar nicht. So. Da hätte man sie auch einen weiter, genau, man hätte sie auch einen weitermachen können, aber ich lasse es mal so. Und wie, also ich habe es euch noch nicht gesagt, diese Woche werden 4 Let's Plays kommen. Ich will einiges schaffen, um auch so ein bisschen das, was ich im Livestream eigentlich hätte machen müssen, wollen, muss ich wirklich irgendwie mal wieder gut machen, indem ich mal 4 Let's Plays mache, weil wie gesagt, das Projekt kommt super gut bei euch an. Ich bin echt so stolz, so eine Community wie euch zu haben. Und na, hier vorne ist das Ende. Und deshalb möchte ich auch gerne 4 Let's Plays machen, um euch ein bisschen... Wie gesagt, ich denke mal, ich werde vielleicht am Freitag einen Livestream machen. Ich weiß noch nicht wann und ich weiß noch nicht, ob ich das Problem behebe.
Klar, es ist die Möglichkeit, Windows einfach mal wieder down zu graden, dass man sagt, okay, nee, ich möchte jetzt kein Windows. Moment, was brauche ich? Ich möchte kein Windows. Oh, ich habe die Dienste vergessen. Kein Windows 10 mehr haben, ich möchte jetzt was anderes haben. Kann man gerne machen, aber. Ich muss jetzt landen, mein Exzession, ne? Scheiße. Aber. Das ist natürlich auch so, wo ich sage, okay, ich bin jetzt nicht der Fachmann und ich respektiere jeden, der das kann. Echt mega Respekt, dass man sowas beherrscht. Ich beherrsche es leider nicht, ich bin einfach nur ausführende Kraft, die sich freut, wenn es klappt. Gut. Aber ich glaube, wir kriegen da was hin und das soll dann auch klappen. Jetzt muss ich noch den Landmark von da ab einsammeln. Ich glaube, es wird eigentlich so ein normales Let's Play, wo ich nur meine Query versetze und hoffentlich anfangen kann mit dem Jetpack. Also mein Ziel ist es natürlich im vierten Let's Play diese Woche dann das Jetpack zu haben, um dann auch endlich mal ins Nether wieder zu fliegen, um da dann eben mal wieder was Neues holen. Okay, jetzt setzen wir mal weiter. So. Jetzt machen wir natürlich nicht das hier gleich nehmen, sonst knallt mir das wieder um die Ohren. So. Setzen wir mal Kisten. Eine Kiste. Noch eine Kiste. Nee. So. Jetzt habe ich mehr Kisten nicht. Okay. So, das nehme ich einmal kurz mit und mach mal einen gelben Filter. Im gelben Filter kommt das, das, das ist rechts. So, Öl würde wahrscheinlich nicht Öl nehmen. Ich nehme mal, mach mal kurz das hier ein bisschen näher. Gucken, was hier als Runde sind. Was ist denn hier noch so Wichtiges drin? Das nehme ich mit, das nehme ich mit. Die Schafe nehme ich mit. Das ist wichtig. Marble ist wichtig. Das ist wichtig. Salt. Ansonsten ist da nichts Wichtiges mehr drin. Was ist hier noch wichtig? Die Sharp sind wichtig. Lapis. Marble. Salt. Ich weiß nicht, ob das auch so ganz wichtig ist. Granit ist unwichtig. Gravel. Da noch irgendwas Wichtiges drin. So, die ganzen Sharps. Brauche ich nicht. Marble, wichtig für das Haus. Auch hier nochmal kurz gucken. Die Schafs hier, die nehme ich mit. Marble, ganz wichtig. Und dann noch einmal hier. Und ganz viel Marble, das ist natürlich super. Salt, Sweet Potato, okay. Könnte interessant sein. Könnte auch. Detroit, nee. Es wird gleich wieder dunkel. Deshalb sollte ich sie auch gleich starten. So, ich hätte. Dann gehen wir gleich im Dunkeln wieder zurück. Könnte gefährlich werden, aber ich habe jetzt die Rüstung. Ich kann auch jetzt endlich mal wieder ein bisschen kämpfen. So, weil ich will die unbedingt gleich nochmal starten hier. Dann tun wir das noch da rein. Und dann nehmen wir das Stromkabel. Ja, gut. Ich wollte es genau so machen. So. Stromkabel ran an das Ding. Dings daran und dann kann dieses Ding aufladen. Gut. Ja, natürlich ist jetzt nicht gerade die beste Energie, aber jetzt kann sie wieder arbeiten. Ich muss noch ein paar Kisten holen. Ich habe da oben noch ein paar Kisten hier, die werde ich gleich mit rübernehmen. Werde aber zwischenzeitlich noch einmal schlafen gehen, obwohl ich kann ja mal kurz gucken, ob hier irgendwas Wichtiges ist, was ich vielleicht umbringen möchte. Vielleicht ein Enderman, der mich hoffentlich früher nicht umbringt. Und ja, das ist so blöd hier immer aufzukommen. Aber wie gesagt, wenn ich dann eben ins Nether gehen kann, kann ich mir noch ein paar Solarframes machen. Wahrscheinlich werde ich ganz viele haben, aber naja. Solarenergie, ich kann es natürlich irgendwann auch mal updaten. Aber das ist natürlich eine andere Sache. Und so. Dann schmeiße ich das nochmal hier oben rein. Was wichtig ist.
Achso, Moment, nee, so wollte ich. So. Kann ich Marvel reinschmeißen? Da ist Marvel drin. Eigentlich kann ich es eigentlich für ins Haus bauen oder irgendwo einfach mal. Nee, lassen wir es so. Da sind die Dinger hier. Die hier schmeiße ich rein. Die Sharps. Moment, einen hatte ich noch. Kommt auch noch rein. So, dann kommen hier Salt rein. Ruby, Dings da, Saphir habe ich schon drin. Elektronik, Elektronik oder so, ganz komischen Namen. Die kommen rein, der ist. Bone kann ich echt zu Bone mehr machen. Wo habe ich denn meine ganzen Elektro-Sachen? Also, ich muss auch demnächst auch mal angucken, ob ich ein ME-System baue. So. Achso, ich habe keinen Hunger. Gut. Moment, ich habe doch hier ganz viel noch. Ich muss doch ganz viel haben hier. Genau. Acht Kissen. Ich nehme doch wieder die mit. Ich baue jetzt, weil die auch so riesengroß ist, baue ich jetzt da unten alles dahin. Was geht. Das andere lasse ich als Display. Also dieses Let's Play war dann wohl ein bisschen auf die Query gezielt, dass ich sie umstelle. Aber nächstes Let's Play wird es dann wieder wohl sein, dass ich dann mir mal mehr mache mit nicht nur umstellen, sondern eher mit dem Jetpack anfangen. Ich denke mal, das wird dann wieder interessanter. Das kommt dann auch morgen wieder zur gewohnten Zeit. So. Ich brauche vielleicht doch noch. So. Und hier jetzt eigentlich. Nein, ich hab die falsch gesagt. Gut. Ich mache natürlich die Zeit natürlich noch wieder weiter weg. Aber ich bin froh, dass es jetzt gerade klappt mit dem. Es wird diese Woche kein Minigames kommen. Ich habe mich dafür dann entschlossen, dass ich dann doch lieber eben eine weitere Folge Vize Beast hier mache. Ich denke mal, das ist vielleicht für euch auch mal interessanter. Mal eine Woche keine Minigames. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 7 Kisten. Query arbeitet. Hat sie schon irgendwas reingeschmissen? Nee, noch nichts. Sand habe ich raus. Alles andere ist nicht so wichtig. Gut, muss aufpassen, dass ich hier nicht reinfliege. Da kann man ja nochmal gucken, wenn ich das Jetpack habe. Also jetzt einmal kurz zu gucken, um es für euch wichtig zu machen, wo ich genau das machen. Nein, Jetpack. Es wird nicht dieses. Es wird das hier. Und dazu brauche ich dann eben diese Sachen. Crafting, alles. Das wird dann nächstes Mal dann mehr sein. Nee, dieses brauche ich. Das wird aber alles nicht so schwierig sein, weil ich habe ja wie gesagt auch einiges vorproduziert. Und irgendwo war eigentlich das Ding, was ich dann eben. Oder war das schon der zweite? Mit Armor? Achso, da sind die Ironplatten. War schon ein zweiter. Also irgendwo brauche ich das Ding, was ich denn habe, was ich gerade habe. Das ist der Harder Jetpack. Ich brauche hier erstmal den hier. Aber gut, ich würde sagen, das war's jetzt. Tut mir leid, dass dieses Let's Play ein bisschen, ja, einseitig wurde. Ich habe die Query umgestellt, das war ein bisschen aufwendiger, weil das natürlich ein bisschen weiter weg war. Aber gut, ich verabschiede mich, wünsche dir viel Spaß noch und wie gesagt, morgen geht's dann um das Jetpack, das wird dann ja, zusammengebastelt. Ich hoffe, ich schaffe es in einer Folge. Ich weiß nicht, ob ich das alles schaffe. Aber dann können wir endlich das aufladen. Und dann sollten wir endlich nach oben steigen und ab ins Nether wieder. Ich verabschiede mich und wünsche dir noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Ciao.